Ich sag nochmal Moin Moin, danke fürs Reinschalten. Neue Runde hier, We Are Football. Weiter geht's. Das ist, glaube ich, erstmal mit dem Top-Zuschlag. Weil unser Stadion ist ja eh so gut wie nie ausverkauft. Denn es ist blöd, wenn man da so viel Geld für haben will. 22.11. Spieler an sich, das ist alles gut. Suchen nochmal wieder selber einen Fanclub. Wir sondieren wieder so ein bisschen. Ja, also wenn ihr noch Tipps habt, auch auf YouTube, liebe Leute, wie wir die Teamzufriedenheit der Mannschaft nochmal deutlich erhöhen. Dieses nur bei 70%. Die Spieler sind nicht so richtig glücklich aktuell mit mir. Sehe ich gar nicht. Charity haben wir rein. Auswärtsspiel, fertige Woche auswählen, Samstag Pressingwoche auswärts, Samstag Pressingwoche mit Samstagspiel. Pressing trainieren wir wieder, gegen Pressing können wir. Konter mit Passspiel ist drin, Konter mit weiten Bällen ist drin. Dribbeln ist drin. Ich glaube, so ein bisschen Distanzschüsse wären auch mal nice. Jo, Abseitsfalle, genau. Lassen wir auch drin. Ich möchte das wieder ein bisschen trainiert haben. Wäre sowieso schön, wenn alles mehr Richtung 100 geht, ne? So, gut. Trainingswoche passt. Schon wenig. Ist ja alles nicht so anstrengend hier, ne? Schweiben wollte ich eigentlich gar nicht mehr trainieren. Die Rondo-Varianten habe ich in der Woche noch nicht drin und individuelle habe ich auch nicht drin. Dann trainieren wir das danach. Beides. Trainingsverletzung von unserem linken Mittelfeldspieler, glaube ich. Achtzehntes Spiel wird das. Sind wir dann schon durch eigentlich? Wie viele Mannschaften haben wir? 20? Ne, dann wäre ja, wenn 38, also 19, ne? Eine Hinrunde. Ah, da fliegen wir hin, ist zu weit weg. Oh, ja, unser LM ist not amused. Dann müssen wir echt den Meier nochmal einsetzen. Oder wir nehmen unseren Allrounder, der sowieso immer überall irgendwie spielen muss, ne? Rian Lukas. Das ist alles nichts Dolles. Und Schulz ist halt auch echt alt. Kann man auch nicht mehr so richtig drauf bauen. Popo wieder fit. Ja, kommt langsam ran, aber ist auch noch nicht so richtig fit. Wir spielen gegen den Tabellen 16. Nur mal so als Info. Da Popo kommt zur zweiten Halbzeit, ne? Sonst sind die nachher wieder not amused. Und genauso der Villa, oh, der DMR, MZM. Idlo fängt an, der ist ein bisschen besser in Form und dann tauschen wir vielleicht aus. Nicht, dass die wieder rumheulen, da die Spieler unzufrieden mit uns sind. Passt schon so. Ich will da mal gar nicht so dran, so viel dran rumrühren. Tiro viel Glück, Strack viel Glück, Idlo viel Glück. Kraft. Und los geht's. Und wir gehen offensiv an die Aufgabe ran. Wo wir spielen auswärts, ne? Moin, moin. Glück gehabt. Das hätte schon gleich in der ersten Minute schief gehen können, ja? Oder erst 10 Minuten. Wichtiger Gegner. Also wir müssen Punkte holen, Leute.
Nee, so mögen wir es nicht. So mögen wir es. Gut gehalten. Leute, was ist los? Abseits zum Glück. So, jetzt aber unsere Chance. Mal Gegenangriff. Wir zeigen auch, dass wir auch. Wir sind auch da. 30 Minuten, nicht eine Chance von uns. Nico gönnt sich gelb. Ich hatte mal überlegt, ne? Gucken, dass er überhaupt spielen darf und dann sowas. Hartmann sieht einen Deal drin. Der passt rüber zu Kramer. Der sieht nochmal Ternero. Steilpass auf Rian Lukas. Deal drin. Wo wollt ihr denn hin? Schießt doch. Oh Gott. Elfmeter für Kramer. Krass, was da passiert. Yes! Achtes Tor von Kramer. Wichtig, wichtig, richtig, wichtig. Immer Punkte gegen den Teamstimmung ist heiß. Nice. Die Mannschaft ist heiß. Der Bock. Komm, ihr kriegt noch eine extra Motivation. So, noch 6 Mal. Danach können wir es noch 5 Mal machen. Wir wollen das gewinnen. Also ich habe immer gesagt, das Brot- und Buttergeschäft ist die Liga. Aber der internationale Wettbewerb, das wäre doch die Kirsche auf der Sahne. Das ist doch die Chance für euch, die großen Clubs auf euch aufmerksam zu machen. Naja, komm, auf geht's. Gucken wir den Spiel ab. Och. Konter, jetzt brauchen wir einen Konter. Nee, mögen wir nicht. Mögen wir nicht, Leute. Hau den Eisenmann um. Der dribbelt. Super. Sehr schön. Komm. Wir gehen in die Auswechslung. Und zwar der Popokom für Göker. Und der Villa kommt für Idlo. Ist beides sogar eine gute Verbesserung nochmal. Deutlich stärker als vorher, die beiden. Komm, die machen noch ein Tor. Komm, los, Longe. Das wäre richtig schon eine See. Och nee, das ist ein bisschen. Ecke für Kramer. Also Ecke für uns. Geschossen durch Kramer. Ternero aus der zweiten Reihe. Was für ein brillanter Schuss. Ins rechte Eck. Der passt perfekt. Und Hyper für den Torwart. Hier passt zu Ternero. Jan Lukas. Hartmann. Strack wieder zurück. Kramer. Au. Aber 2-0. Komm, Leute, das müssen wir retten. Wie unsinnig. Kann halt auch nicht mehr, ne? Schön gleich Zeitspiel, was macht er? Leute, rettet bitte das über die Zeit. So wichtig. Abpfiff. Ne, nicht noch eine Ecke in der letzten Minute. Wow. Wichtig. Nice, Leute. Richtig cool. Dann machen wir mal richtig hier Plätze gut. 10. Und wichtige 9 Punkte auf die hier. Das war wieder ein direkter Konkurrent. Wir sind 20, also nach tatsächlich 19 Spielen ist hier Hinrunde rum. Einen haben wir noch, dann ist hier Hinrunde rum. Und schöner Trainingsfortschritt. Na endlich. 3 Managerpunkte gibt das. Ein silbernes Sternchen. Und dadurch hat er jetzt auch einen richtigen Punkt gewonnen. Ne? 5,7 Stärke. Das ist ein anderer Schnack. Ob 4,8 war ja vorher, glaube ich. Jetzt ist er 5,7. Solche brauchen wir. Durchgängig. Mindestens. Kaiserslautern. Puh, namhafter Gegner. Aber ein Platz hinter uns. Unglaublich sogar. Großfeldspiele. Nächstes Spiel. Den haben wir doch letztes Mal trainiert.
Ischke und Popo ist da drin, ne? Dann sehe ich nochmal Brooklyn, ne? Obwohl, die sind ja eigentlich schon gut. Der ist auch nicht so richtig fresh. Also Brooklyn braucht fast irgendwie Pause. Da muss man Fitness trainieren. Denn 29.11. Da sind wir wieder gespannt auf die Auswertung in der nächsten Woche, ob wir wieder was gewonnen haben oder nicht. 43%, wir suchen weiter. Das dauert echt lange, ne? Investorensuche hätte ich nicht gedacht, dass es so furchtbar lange dauert. Das sind unsere aktuellen Anlagen. Ich könnte noch ein bisschen eine Staatsanleihe nochmal für 3 Monate kriegen wir 1,7 monatlich Zinsen. Machen wir doch einfach. Haben wir in 3 Monaten haben wir das Geld, ne? Was soll's? Das bringt ja Minimalzinsen, aber besser als nix. Weil die so ein Luxustrainingslager hatten, glaube ich. Das steht hier ja auch extra, ne? Das haben die gemocht. Den können wir nochmal reden. Wie sah das denn jetzt überhaupt aus? 65 bei den Spielern. Ist sogar noch weniger geworden. Oh, wir haben gewonnen, Leute. Was wollt ihr? Muss ich mehr mit denen reden eigentlich? Kann ich irgendwo nachgucken, wer mit mir zufrieden ist und wer nicht, wo das Problem praktisch liegt, wo man halt gezielt ein bisschen gegen angehen sollte. Das werde ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen Fokus drauflegen. Oder trainieren wir zu hart? Pressing haben wir drin, gegen Pressing brauchen wir nicht. Überhaupt ist da auch mit drin. Ne? Trippeln Torriecher hat mit Distanz. Da ist die Distanz. Ja, das Training. Abseitsfalle haben wir ja nicht mit drin. Ne? Aber passt schon. So, voller hartes Training nochmal rein. Gegen Kaiserslautern erwarten wir auch nicht so viel. Wo sie zwar praktisch, ich will fast mal auf dem Punkt gleich sind mit uns, glaube ich. Brauchen wir uns ja trotzdem nicht so die Hoffnung machen, ne? Gute Besserung. Freut sich. Wunsch. Letztes Spiel vor der... Wo ich weiß nicht, ob wir dann schon Winterpause haben, aber letztes Hinrundenspiel. Und wenn wir die Rückrunde nicht komplett vermasseln, sind wir ganz gut. Also im Soll. Verletzt. Sieht aus mit Popo, Form 8 mittlerweile.
Iglo 9. Er ist auch 9, kann also von Anfang an spielen. Ist das auch so gelb? Vor Gelbsperre, okay. Popo kommt auch mal von Beginn an rein, ne? Sag mal so, ich glaube, der Rest ergibt sich dann schon. Kokosch überfliegen, aber passt schon. Ja, unser Innenverteidiger 5761, das gefällt mir schon, dass der sich auch eigentlich verbessert hat. Sieht nicht mehr ganz so schlecht aus. Und der ist eben verletzt noch. Da haben wir auch als LM haben wir keinen richtig guten Ersatz. Der Meier, der taugt ja einfach nichts mehr, das ist zu alt. Da kann der sogar besser spielen. Wo es nicht gerade seine Favorite-Position ist, ist er dort definitiv besser. Und er lernt es ja auch immer gleich so ein bisschen. Das ist ein Bonusspiel, Leute. Das ist ein Bonusspiel. Pro Halbjahr und Spieler, das letztes, ne? Also. Andecker. Angriffseditor. Von wegen Spiel hier und dann Spiel da oder was? Gefährlichkeit. Er hält weniger als 4 Aktionen bis zum Abschluss. Nee, das muss ich mir erstmal noch mich schlau gucken, ob das wirklich Sinn macht, sowas einzusetzen. Wenn jemand was weiß, schreibt es gerne rein. Ich weiß es nicht. Oh, Petro, unnötig. Gerade noch gelobt, dass er jetzt bessere Stärke hat, holt er sich gleich gelb zu Beginn. Hat man. Popo flankt auf Kramer, der steht sehr gut und mit dem Dropkick haut er den Ball voll rein. Ne? Eine Chance für den gegnerischen Torwart. Wir führen 1:0 nach 17 Minuten, aber leider laufen wir gleich in den Gegenangriff rein und ja, kriegen das Ausgleichstor. Spannender Schlagabtausch vor fast 4000 Flensburger Fans oder ne, 4000 Fans im Stadion. Keine Ahnung, wie viele von Lautern dabei sind. Und nochmal, das ist das letzte Spiel der Hinrunde. 19. Spieltag und wir haben 20 Mannschaften. Und wir sind aktuell auf Platz 10. Kramer sieht Popo, der steht sehr gut. Was für ein toller Trick. Popo haut das Ding da rein. Und damit, Leute, sind wir auf Platz 8. Wenn wir das Ecke Kramer, komm, vor der Halbzeit noch das 3-1, das demotiviert Lautern, auf jeden Fall. Popo, oh. Popo. Ich würde aber trotzdem erstmal so weiterspielen. Wir sind wild entschlossen. Wir haben noch mal eine extra Modi rein, ne? Extra Motivation, Leute. Wir haben es noch 5-mal, danach können wir es noch 4-mal machen. Ich habe hier mal die besten Szenen unserer ersten Halbzeit hochauflösend als Video zusammengefasst. Moment, ich lege mal gerade schnell die Diskette ein. So, das gucken wir uns jetzt aber nochmal an. Siehst du, guck, der passt. Tja, leider war es das auch schon. Der Rest war alles mies. Alles! Jungs, das muss in der zweiten Halbzeit anders werden. Komm, das ist falsche Ansprache. Das war die falsche Ansprache. Nein, hau ihn weg. Was ist das? Ecke wieder durch Kramer. Ah, der Keeper fängt den Ball ab. Gelbe Karte, Strack. Oh oh, unser Innenverteidiger. Beide, also zwei oder zwei, unsere Verteidigung. Rian Lukas darf einen Freistoß schießen. Tenero. Pito.
Schönes Ding, Peter. Schönes Ding. Aber nicht schon wieder direkt im Anschluss so einen Quatsch machen, Leute. Auswechseln. Nee, auswechseln. Wollen wir nicht. Ach Gott, genau wie vorhin. Unglaublich. Mist, Leute. Mist. Wir brauchen jetzt noch Fresh, ne? Er ist gut in Form. Auch fit. Hartmann ist nicht mehr so richtig fresh. Idlo. Ja, weiß ich nicht. Kramer. Ja, dann sind ja alle nicht so gut. Aber beim Gegner, den gehen auch die Puste aus. Gelbe Karte kann, halt fast mit gerechnet, dass das kommt. Oder ich dachte Idlo. Entweder kann oder Idlo. Jirga kann nochmal einen Angriff. Kriegen wir nochmal. Popo kriegt nochmal die Chance. Sieht, dass Kramer besser steht und der sieht einfach perfekt. Leute, göttlich. Nein. Läuft doch echt gut. Hau weg. Kopf, 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 Kopf. Nee, Schuss jetzt hier mit Kopf. Wir haben noch zwei Wechselmöglichkeiten und die ziehen wir auch. Boglin ist platt, kein mehr. Und Popo auch nicht. Abpfiff. 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 Leute, wollt ihr die Tabelle sehen? Unser Torverhältnis ist zwar nicht unbedingt das Beste, weil wir ja doch ein paar harte Niederlage hatten, aber wir sind Platz 8. Am Ende der Hinrunde sind wir Platz 8 und wir haben einfach schon 9 Punkte hier auf einem schlimmen Platz. Und glücklicherweise haben wir jetzt echt mal dreimal hintereinander gewonnen. Heute Abend lief echt gut. Dreimal hintereinander haben wir gewonnen. Das waren echt wichtige Punkte, ne? Sonst wären wir hier unten mit drin. Aber den... Nice. Hervorragend. Dann würde ich sagen, YouTube-technisch sind wir schon wieder am Ende der Folge. Machen dann das nächste Mal weiter, ne? Bis dann. Vielen Dank. Gut, tschüss.